Und jetzt Ring, Ring, Ring. Neueste nationale Nachrichten. Nürnberg, die Reichsparteitage, die Kegelabende, die Saunanächte mit Goebbels. Apropos, Udo Pasteurs von der NPD spielt ja auch gerne mal Propagandaminister. Hetzen Sie doch mal gegen Kapitalismus, Banken und Zinsen. Das zeigt deutlich, welch kapitalistisch-judaistischer Geist vom Zins ausgehend den westlichen Völkern aufgezwungen worden ist. Judaistischer Geist von Zins? So, so. Und was muss ich jetzt von Ihnen lesen? Der feine Herr kassiert Zinsen von der NPD. Pasteurs, Sie Busengrabsche, bereichern sich auf Kosten Ihrer Pleitepartei. Und die Kameraden können sich noch nicht mal feste Nahrung leisten. Zu Juwelieren und Schmuckhändlern wie Ihnen hatte ich schon immer ein schwieriges Verhältnis. Und jetzt geben Sie auch noch den geldgeilen Kredit hei? Was planen Sie als nächstes, Pasteurs? Ein Parteiausflug zur Klagemauer? Sie schmierige Stinkmorschel, Wucherprinz, Arschakrobat! Ich sehe ja gerne fern, aber was ich in der Werbepause von Verbotener Liebe gesehen habe, schlägt ihm fast den Boden aus. Was wird denn heute Feines gekocht? Der ist wohl das Hirn angebrannt. Macht die NPD jetzt auch Kochshows? Und warum steht da ein Mann am Herd, ihr Suppenkasper? Hast du schon Salz dazugegeben? Pass auf, mach nicht so viel Salz dran. Mit dem Salz und mit den Gewürzen ist es wie mit den Ausländern in Deutschland. Anregungen und Ideen kann man sich im Ausland holen, aber wer mag schon ein versalzenes Essen? Das soll ein Propagandafilm sein? Leni Riefenstahl würde sich im Grabe umdrehen. Warum schreibt der Einzeller nicht gleich ein Kochbuch mit dem Titel Mein Mampf? Ihr Hackfressen, Speckbirnen, Gulaschgesichter, Dumpfnudeln, Kinderteller-Besteller, Wurstwasserliebhaber, ihr habt doch nicht mehr alle Schnabeltassen im Schrank.